Das Hotel steht in Malaysia in den Bergen, eine Stunde von der Hauptstadt Kuala Lumpur entfernt. Galileo-Reporter Paul Bobrowski konnte sich tatsächlich vorab ein Zimmer buchen. Die Bilder auf der Online-Buchungsseite sehen eigentlich ziemlich gut aus. Die überwiegend negativen Bewertungen wie niemals in dem Hotel übernachten und gruselig lassen aber Böses erahnen. Hier müsste es irgendwo sein. Aber sieht echt nicht einladend aus. Unserem Reporter kommen Zweifel, ob er hier wirklich übernachten kann. Zum Glück ist das Hotel ausgeschildert. Der Handyempfang streikt in den Bergen nämlich und die Sicht ist schlecht. Da scheint's zu sein. Das Amber Court Hotel ist eigentlich gerade mal 25 Jahre alt. Die 23 Etagen der Zwillingstürme sehen von außen aber völlig heruntergekommen und ziemlich verlassen aus. Können wir hier wirklich einchecken? Wir versuchen, über das Parkhaus in Turm B zu gelangen. Es sieht eher nach Apokalypse als nach entspanntem Hotelfeeling aus. Und wer lässt einfach sein Auto im Hotelparkhaus zurück? Der Wagen neben uns steht hier wohl seit Jahren. Er ist sogar schon mit Moos bewachsen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, hier zu parken. Nicht, dass unser Auto am Ende auch so aussieht. Was ist hier passiert? Auf dem Weg durchs Parkhaus treffen wir auf keine Menschenseele. Dafür auf weitere ausrangierte und geplünderte Fahrzeuge. Wir versuchen, einen Weg ins Gebäude zu finden. Doch auch die Treppen haben schon bessere Tage gesehen. Oh Gott. Auf der nächsten Etage finden wir neben dutzenden verrottenden Motorrädern die erste heiße Spur. Also hier scheint tatsächlich noch Menschen zu sein. Aber wer hängt seine Wäsche in der Tiefgarage auf? Ganz schön skurril, aber ein Hoffnungsschimmer. Trotzdem sind die meisten Türen und Etagen abgesperrt oder führen in eine Sackgasse. Und dann endlich ein Aufzug. Laut Buchungsseite befindet sich die Lobby in der vierten Etage. Doch Paul hat sich wohl zu früh gefreut. Das ist ganz komisch. Die Displayanzeige ändert sich ständig, aber die Tasten sind tot. Irgendwie scheint der Lift hier nicht zu halten. Über einen Notausgang gelangt Paul dann endlich in den vierten Stock. Also hier scheint sogar richtig was los zu sein. Hotellobby? Ist das die Hotellobby? Dort? Lobby, Check-in? Da? Wir sind hier scheinbar richtig. Es herrscht sogar mehr Betrieb als gedacht. Doch statt einer Hotellobby finden wir eine kleine Einkaufsstraße. Vom Bekleidungsgeschäft über einen Friseur und Kioske bis zu einer Wäscherei. Sind das etwa alles Hotelgäste, die hier einkaufen? Paul kommt mit Ladenbetreiber Jamshid ins Gespräch. Kaum zu glauben, aber er betreibt sein kleines Geschäft hier schon seit Jahren. Die meisten, die herkommen, sind Bauarbeiter aus der Gegend. Die Preise im Zentrum von Genting sind für sie zu teuer. Bei mir können sie günstiger einkaufen. Also keine Touristen. Aber Jamshid kann uns bestimmt mehr über das seltsame Gebäude erzählen. Hier gibt es Geister. Mein Kumpel hat mir erzählt, dass er mal allein in seinem Zimmer war und plötzlich Kinderstimmen hörte. Dabei gibt es hier weder Kinder noch Familien. Deshalb verlasse ich auch nie mein Zimmer, wenn es dunkel wird.
Ein möglicher Grund dafür, dass das Gebäude halb verlassen ist. Jetzt wollen wir aber endlich die Hotelrezeption finden. Die ist nicht besetzt. Aber auf dem Gang treffen wir eine Hotelangestellte, die uns einen separaten Raum zum Einchecken aufsperrt. Sie versichert uns, dass das Hotel beliebt ist, zum Beispiel bei Wochenendtouristen. Es kommen viele Chinesen und Japaner, aber vor allem Malaien. Nur jetzt wegen der Pandemie ist fast niemand da. Im Dezember oder an Feiertagen sind wir aber eigentlich immer ausgebucht. Das Hotel hat vor 3 Jahren eine gewisse Berühmtheit erlangt und zieht seitdem wohl auch Gruselfans an. Denn 2017 war es Kulisse für den asiatischen Horrorfilm Haunted Hotel. Na, dafür musste man ja auch nicht viel verändern. Bis jetzt sind wir auf den Fluren jedenfalls auf keine anderen Gäste gestoßen. Paul wirft einen vorsichtigen Blick in sein Zimmer im 22. Stock. Ah ja, also ich bin positiv überrascht. Klar, ein bisschen altbacken, aber viel besser, als ich gedacht habe. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet. 2 großzügige Räume mit Bad und Dusche. Dazu sogar eine kleine Einbauküche und ein sauberes, großes Bett. Kostenpunkt pro Nacht rund 30 Euro. Das Highlight? 2 große Balkone mit Blick ins Nichts. Hier kommt von einer Sekunde auf die andere eine komplette Wolkendecke und man sieht einfach gar nichts mehr. Vor allem ist es schon tagsüber hier echt spooky. Da bin ich echt auf die Nacht gespannt. Nach unserer ersten Erkundungstour bricht die Nacht an. Für heute geben wir die Suche nach Urlaubern auf. Mal sehen, wie die Nacht in dem Albtraumhotel wird. Also, ich habe eine ziemlich durchwachsene und vor allem kalte Nacht hinter mir, weil es hier leider keine Heizung gibt. Die Stimmung in dem Zimmer ist schon fast Horrorfilm-Klischee. Die ganze Nacht haben die Türen geklappert. Aber das liegt wohl eher am kalten Bergwind, der die ganze Zeit durch mein Zimmer pfeift. Nach der abenteuerlichen Nacht setzen wir unsere Suche nach anderen Hotelgästen aus dem Amber Court fort und wollen herausfinden, was sie an diesen ungewöhnlichen Ort führt. Vor dem Haupteingang entdecken wir eine Gruppe junger Männer. Einer von ihnen ist Malik. Der 35-Jährige erzählt uns, dass er schon seit 1,5 Jahren im selben Tower wohnt wie Paul und lädt uns in sein Zimmer ein. Auf dem Weg dahin erklärt er, dass im Amber Court viele Dauergäste wie er wohnen. Und das, obwohl es ein Gruselzimmer im verfluchten 13. Stock gibt. Hier ist ein Zimmer, in dem es spuken soll. Seht ihr? Die Leute, die hier wohnten, haben ein Warnschild aufgehängt. Die haben den Raum mit einem Fluch belegt, damit die Geister da nicht mehr raus können. Und jetzt darf niemand mehr rein. Eigentlich dürften wir nicht mal hier sein. Wir müssen also schnell machen und wieder weg hier. Was genau in dem Zimmer vorgefallen ist, weiß niemand. Seitdem der letzte Bewohner vor 5 Jahren über paranormale Aktivitäten berichtet hat, ist der Raum abgeschlossen. Malik wohnt 5 Etagen höher und in seinem Zimmer ist richtig was los. Kommt rein! Hier sieht es aber überhaupt nicht aus wie in einem Hotelzimmer. Wir wohnen zu 6 in dem Zimmer. Ich schlafe niemals allein hier. Ich habe schon zu viele Geistergeschichten gehört und wir haben Angst. Malik arbeitet für ein Taxiunternehmen in den Ginting Highlands und hat sich in diese Hotel-WG fest eingemietet. Zusammen zahlen die 6 umgerechnet 300 Euro im Monat. Das Amber Court bietet nicht nur Hotelzimmer, sondern auch Apartments an. Für Leute, die in der Gegend arbeiten. Für Maliks Taxikollegen wäre das aber nichts. Wenn ein Fahrgast nach Mitternacht hier im Amber Court abgeliefert werden will, weigern sie sich. They don't have to come here. Könnte vielleicht an der scheinbar blutverschmierten Fassade liegen,
Malik führt uns auf den Balkon und zeigt, dass die Hotelbetreiber Block A gegenüber bereits restaurieren und neu streichen. Die abschreckenden roten Flecken sind nämlich lediglich die Folge des feuchten Klimas hier oben, erklärt uns Malik. Der gesamte Komplex ist dadurch von Rotalgen befallen, so wie viele der ausrangierten Autos im Parkhaus. Die stehen da, weil einige der Besitzer verschwunden sind. Sie konnten ihre Autosteuer nicht mehr zahlen oder waren illegale Einwanderer und wurden erwischt. Dann erzählt er uns, die meisten Urlauber kommen in die Genting Highlands, um dort in den einzigen Casinos des Landes zu zocken. Davon sollte auch das Amber Court um die Ecke profitieren, so der Plan. Doch direkt an den Casinos steht das riesige First World Hotel. Damit können andere kaum konkurrieren. Deshalb steigen auch im Amber Court nicht mehr genügend Besucher ab. Nur die Einnahmen durch Dauergäste wie Malik retten das Gebäude vor dem vollständigen Verfall. Doch auch wenn das Amber Court bald ein Makeover bekommt, Malik und seine Freunde trauen dem Ort nicht und passen dementsprechend sogar ihre Freizeitplanung an. Tagsüber haben wir kein Problem draußen. Eigentlich gehen wir nur zum Arbeiten raus. Sonst spielen wir hier oben Karten. Ihr geht nicht raus im Dunkeln? Nee, nein. Hier ist es sicher? Ja. Das malaiische Gruselhaus ist also tatsächlich ein internationales Hotel, in dem sogar Menschen leben und einkaufen. Geschmackssache, aber auf jeden Fall ungewöhnlich.